Oh, hallo Michael, hörst du mich? Hallo Tobias, natürlich höre ich dich. Verstehst du mich auch? Das ist eine andere Frage. Ja. Ich darf euch alle hier begrüßen zu einem EduTalk zum Thema Präsentieren in Webinaren. Einige kennen ja hier schon die Webinaroberfläche, also viele kennen ja Zoom anscheinend schon und einige kennen auch die Webinaroberfläche. Die sieht ein bisschen anders aus als die vom klassischen Zoom-Meeting. Von daher nur mal ganz kurz zur Erklärung. Der Michael Grunewald und ich, wir werden jetzt hier im Webinar etwas zum Thema präsentieren, über Zoom in Webinaren auch zeigen. Ihr habt die Möglichkeit, natürlich auch Fragen Rückmeldung zu geben über das Frage- und Antwort-Tool. Das ist unten in der Menüleiste das F und A. Und zwar macht das den Sinn, wir haben relativ viele Anmeldungen heute, über 200 Stück. Es sind jetzt auch schon über 225 Leute jetzt hier, dass die Fragen nicht so im Chat verschwinden, sondern ihr könnt die Fragen dort, ich sag mal, einstellen. Ihr könnt auch die Fragen der anderen sehen. Ihr könnt diese auch beantworten, wenn ihr vielleicht sogar schon eine Antwort drauf habt. Ihr könnt die Fragen auch bewerten, denn die Fragen mit den meisten Daumen nach oben, die rutscht bei uns in der Liste nämlich nach oben und die geht auf gar keinen Fall verloren. Bitte nochmal so den Hinweis, schaut auch nochmal oder guckt auch nochmal, ob die Frage vielleicht auch schon mal irgendwo gestellt wurde, weil es jetzt hier, ja, da ist jetzt eine und die gleiche Frage jetzt auch schon dreimal drin gewesen. Also von daher, wir werden uns nachher auch noch die Zeit nehmen, versuchen wirklich alle Fragen, die da sind, zu beantworten. Von daher, für die, die es interessiert, können am Schluss noch ein bisschen mit da bleiben. Ja, ansonsten, Michael, herzlich willkommen auch an dich. Schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Man tut ja, was man kann. Tut ja, was Ist man ja im kann. Augenblick einfach gerade auch eine große Herausforderung, sich dieser ganzen technologischen Möglichkeiten zu stellen. Richtig, richtig. Also, es gibt hier schon mal, das kann ich vorwegnehmen, es wird eine Aufzeichnung geben. Und diese Aufzeichnung, ihr bekommt nachher, also nicht nachher, nach dem Webinar direkt, sondern sobald die Aufzeichnung fertig ist, bekommt ihr von mir eine E-Mail zugeschickt. Und die Aufzeichnung wird hier bei uns im, so, hier im Blog, wird die, ich sag mal, in unserer Mediathek dann auch abrufbar sein mit den Links und Diensten, die wir empfehlen, also so als Zusammenfassung. Also von daher, alle, die hier teilnehmen, haben bei der Teilnahme eine E-Mail-Adresse angegeben, genau zu diesem Zweck, dass ihr nachher eine Infomail bekommt mit der Aufzeichnung. Gut, ja, fangen wir an, präsentieren in Webinaren und zwar. Michael und ich, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, was wir in dieses große Thema oder Themenfeld reinpacken können. Und wir wollen uns dem Thema auch von verschiedenen Richtungen nähern. Also zum einen wirklich konkret für die Dienste, also wie ich eine Präsentation etc. mit einbauen kann in eine Zoom-Videokonferenz oder in ein Webinar. Zum anderen aber auch ja, technische Hilfsmittel, das heißt, was kann ich zusätzlich zu meinem Webinar-Setup mir noch irgendwie einrichten, dass ein Webinar vielleicht ein bisschen ansprechender ist, damit ich das Webinar an und für sich schon mal präsentiere. Es wurde vorhin schon im Eingangsbereich die Begrüßungsfolie mit der Musik angesprochen, wie das umgesetzt wird. Und hatte ich ja schon geantwortet, dieses äußerst gut gehütete Geheimnis lüften wir natürlich ganz spektakulär nachher in diesem Webinar. Und am Schluss wird es auch nochmal von Michael so ein bisschen den auch einen rechtlichen Input auch nochmal geben. Was können wir überhaupt präsentieren und ja, worauf müssen wir achten und wo bekommen wir vor allen Dingen auch noch Material her, damit wir Inhalte auch präsentieren können. Wunderbar. Ja, fangen wir mal an. Und zwar,
Viele haben es schon gemerkt oder die mit Zoom auch unterwegs sind, die Zoom-eigenen Präsentationsmöglichkeiten, die sind eigentlich ja, beschränkt beziehungsweise unendlich weit, weil ich nämlich durch die Freigabe einzelner Fenster und einzelner Dienste nämlich beliebige Präsentationstools auch einbinden kann. Und ich glaube, der Klassiker, der ist einfach Einbindung einer PowerPoint-Präsentation. Viele nutzen ja auch PowerPoint, aber auch hier gibt es ein, zwei Kniffe zu beachten, die ich gerne einfach auch mal zeigen möchte. Und zwar, ja, PowerPoint, die Oberfläche, da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht so viel drüber verlieren, aber eine wichtige Einstellung befindet sich im Bereich Bildschirmpräsentation unter Bildschirmpräsentation einrichten. Und hier bitte auswählen Ansicht durch ein Individuum, also dass eben die Präsentation nicht im Vollbild abläuft, sondern eben in einem Fenster unter vielen. Und dieses Fenster kann ich dann auch einfach freigeben, genauso wie ich ein Browserfenster freigebe, und dann eine Präsentation auch vorführe. Eine tolle Funktion bei PowerPoint ist auch, dass hier eine Live-Untertitelung bzw. Live-Transkription auch angeboten wird. Das bedeutet, ich habe hier in der Seite das Häkchen mit immer Untertitel verwenden. Und wenn ich jetzt eine Präsentation starte, muss ich jetzt hier mal kurz das Freigabefenster wechseln. So, und wenn ich jetzt die Präsentation starte, seht ihr, dass unten das, was ich erzähle und das, was ich sage, auch direkt mit live untertitelt wird. Also ich mache hier überhaupt nichts. Ich drücke keine Knöpfe, ich drücke nichts an der Tastatur, sondern das ist einfach die Spracheingabe, die vom Mikrofon aufgenommen wird und in Text umgewandelt wird. Das Schöne ist auch, ich beende hier mal ganz kurz die Freigabe, dass ich diese Funktion nicht nur, ich sag mal, in der Muttersprache habe, sondern ich einfach auch einstellen kann. Auch das will ich einfach mal kurz zeigen, in den Untertiteleinstellungen, dass ich eine Übersetzungssprache wählen kann. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier auf Englisch und starte die Präsentation von vorne. Und wenn ich jetzt rede, wird das, was ich spreche, auch direkt ins Englische übersetzt. In der Qualität eines Google-Übersetzers. So ist das. Genau. Geneigte Englischlehrer drehen sich im Grab um. Die Turn Around in the Graves, genau. Es ist ja genau das Gleiche wie im Prinzip mit Übersetzungs-Apps. Dadurch, dass wir ja eine recht komplizierte und komplexe Grammatik im Deutschen haben, mit, ich sag mal, Schachtelsätze, mit Komma, wie auch immer, ist es schwierig, das auch in Sprachen zu übersetzen, die eine vergleichbare Grammatik gar nicht haben. Also von daher war auch meine Erfahrung bei Übersetzungs-Apps einfach, kurze, prägnante Hauptsätze, keine Nebensätze, als würde man sich irgendwie mit einem amerikanischen Politiker mit einer roten Krawatte unterhalten, hätte man jetzt fast gesagt, gab es auch den Tipp, immer in kurzen Hauptsätzen einfach reden, damit das auch verstanden wird. Und ich glaube, so ist das auch mit diesen Transkriptionsprogrammen. Für den Notfall ist das wirklich eine ziemlich gute Geschichte. Genau, ansonsten habe ich eigentlich die Möglichkeit über die Freigabe, alles, was ich hier an Programmen habe, sei es jetzt Präsentationstool von LibreOffice oder auch Online-Tools mit einzubinden. Der Michael wird auch gleich noch mal ein bisschen was zeigen. Ich möchte aber zuerst auch noch mal etwas zeigen, und zwar, was auch mal noch mal angefragt wurde. Ich sagte ja, wir können unterschiedliche Gerätschaften einbinden. So zum Beispiel habe ich jetzt hier auch mein iPad Pro hier vor mir liegen mit dem Stift und damit möchte ich natürlich auch präsentieren. Das funktioniert allerdings nicht direkt über Zoom, sondern ich brauche dort
ein Hilfsmittelchen. Ich könnte natürlich das iPad am Computer anschließen und den Bildschirm freigeben. Das funktioniert natürlich auch. Den Weg, den ich jetzt nutze, ist der, dass ich hier noch ein kleines technisches Gerät stehen habe, und zwar ein Arte Mini. Und mit diesem Gerät mache ich zum Beispiel auch im Eingangsbereich die Musik und auch die Folie, die eingeblendet wird. Das heißt, ich kann hier in diesem Gerät für mehrere HDMI-Geräte anschließen. Ich kann hier auch Audioquellen anschließen und das Ganze geht über USB-C in den Computer und gibt dort im Prinzip ein separates Webcam-Signal raus, was auch vom Computer als Webcam erkannt wird. Und das Gerät ist im Prinzip die eine Sache. Die zweite Sache ist die Software, die mit dabei ist, worüber ich das steuere. Und zwar gibt es ein Control Center, was bei den Atem-Geräten mit dabei ist. Und hier habe ich zum Beispiel verschiedene Mixer-Übersichten. Ich habe hier eine Medienübersicht. Hier sind auch die Grafikdateien, die ich im Vorfeld vorbereitet habe, die ich mit eingebunden habe. Das Logo, was jetzt hier gerade zu sehen ist, die Bauchbinde, auch der Wartebildschirm. Und dann kann ich zum Beispiel im laufenden Betrieb hier einfach auch das Logo auch ändern oder das Bild auch ändern. Das sieht man jetzt nur an meinem kleinen Profilvorschaubild. Genau, und genauso kann ich aber auch, weil alles, was ich da angeschlossen habe, ja als Webcam-Signal hier reingeht, über die Software einfach auch jetzt mal auf mein iPad umschalten und jetzt hier auch ganz normal das am iPad auch zeigen und auch hier präsentieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit dem Stift auch oder einen Pencil auch habe, einen Stift auch habe, mit dem ich hier schreiben möchte, kann ich hier die Apps, die ich hier habe, ganz normal nutzen und hier im Prinzip die Apps auch als Präsentationstools auch nutzen. So, machen wir hier. Und so weiter. Das heißt, alle Möglichkeiten, die ich im Prinzip an einem Smartboard habe, die habe ich hier auch. Dass das iPad jetzt der Hintergrund so ein bisschen unscharf angezeigt wird, das liegt einfach daran, dass die Übertragungsrate von Zoom gerade etwas gedrosselt ist. Weil in der Regel, ich schalte mich hier mal nämlich gerade mit rein, das funktioniert mit dem Arte Mini nämlich auch wunderbar. In der Regel haben wir mit Zoom in dem Business-Tarif eine Übertragungsrate von Full HD, also 1080p. Das ist jetzt im Moment gedrosselt auf 720p im Rahmen des Corona-Lockdowns, Breakouts, wie man es nennt. Und von daher ist die Qualität bei solchen Übertragungen jetzt natürlich auch relativ eingeschränkt. Diese Bild-in-Bild-Funktion, und damit komme ich auch zum Ende des ersten Teils meines Vortrages oder des Inputs. Ich habe jetzt ja im Moment als Hintergrund das iPad, die Darstellung. Ich habe mich jetzt hier, ich sitze zu Hause vor einem Greenscreen. Die Software von dem Arte Mini schneidet mich jetzt oder trennt mich jetzt als Greenscreen raus und setzt im Prinzip meine Person als Ebene jetzt vor das iPad. Das heißt, auch hier habe ich jetzt die Möglichkeit, mich auch kleiner zu machen oder auch entsprechend die Position auch zu ändern. So, das sind alles Sachen, die ich über die Software von so einem Arte Mini zum Beispiel reguliere und auch einstellen kann. Aber so, jetzt muss ich hier mal erstmal wieder zurückfinden. Genau. So, jetzt bin ich hier 2, 3, 4, 5 Mal. Das ist jetzt der Greenscreen, vor dem ich jetzt ganz wie gewohnt auch sitze. Natürlich kann ich auch den virtuellen Hintergrund von Zoom nutzen, der ja auch zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, unter den Videoeinstellungen, viele kennen das ja auch, wenn man auf Video abbrechen, auf den Pfeil nach oben klickt, gibt es den virtuellen Hintergrund und hier kann man auch schon direkt Informationen einbinden oder virtuelle Hintergründe einbinden. So, diese Freistellung hatte ich gesagt, die funktioniert natürlich nicht nur über ein Arte Mini, sondern es gibt auch softwareseitige Lösungen und Programme, kostenlose wie auch kostenpflichtige. Geht ja darum, was kann jeder auch übernehmen und selber weitermachen.
Und ich sage mal so, das Bekannteste, was es hier gibt, das ist das OBS-Studio, das Open Broadcast Studio. Das ist eine Open-Source-Anwendung, die ist kostenlos, gibt es für Windows, Mac und Linux. Und hier habe ich auch die Möglichkeit, mit Szenen zu arbeiten, Bauchbinden reinzusetzen, Übergänge zu gestalten etc. Diese Broadcast, also ja, Broadcast-Software bietet mir auch direkt die Möglichkeit, Livestreams zu Twitch, Facebook, YouTube und andere bekannte Streaming-Dienste auch mit aufzubauen. Unter Windows hat man hier den Vorteil, leider nur unter Windows, dass es ein Plugin gibt und mit diesem Plugin wird OBS als virtuelle Webcam bei Zoom erkannt. Das war eine Funktion, die ist jetzt, die war vor ein paar Wochen, wurde die von Zoom gestrichen. Mit dem letzten Update ist dieser Virtual Cam Support aber wieder aktiv. Das heißt, Windows-User können auch die OBS-Software in Verbindung mit Zoom nutzen. Mac-User leider nicht. Da gibt es eine ganz empfehlenswerte Software, eCam Live. Die gibt es in der Testversion, aber auch in einer relativ teuren Bezahlversion. Die kostet 20 Euro im Monat. Die ist aber wirklich krass klasse. Also ich habe die mal ein halbes Jahr lang genutzt. Die ist wirklich fantastisch vom Funktionsumfang her, von Ressourcen, die sie beansprucht, also wirklich fantastisch. Eine etwas kostengünstigere Lösung, das ist ManyCam. Da stößt man auch drauf, wenn man nach Virtual Cam Plugin oder sowas sucht. Ja, das hatte ich mir angeguckt und genauso schnell, wie ich geguckt habe, habe ich es auch wieder beendet. War ich selber überhaupt nicht zufrieden. Aber ich glaube, das ist einfach so ein Punkt, da muss man ausprobieren, da muss man Erfahrung machen, da muss man gucken, passt das ins eigene Setting und so weiter und so fort. Gut, das soweit zu den, ich sag mal, generellen Geschichten. Es ist jetzt auch klar geworden, wie das Eingangsbild abgespielt wurde. Die Musik übrigens, die habe ich hier auf meinem Computer übrigens über ganz normalen Audio-Player abgespielt. Das wird von Zoom übertragen. Und von daher ist das schon die laufende Übertragung gewesen. Das war mein Hauptbild und anstelle des Kamerasignals, ich habe jetzt hier eine Spiegelreflexkamera auch angeschlossen, wurde halt eben das Bild übertragen. Ja, vielleicht nochmal zur PowerPoint eine Rückfrage, die hier. Ja. Nämlich kann ich eine PowerPoint so einbinden, dass die Teilnehmer meine Folien, ich aber auch meine Notizen dazu sehe? Jetzt muss ich mal überlegen, weil ich arbeite selbst nicht mit diesen Notizen, aber die werden doch immer auf einem separaten Screen angezeigt, oder? Nee, du kannst die, wenn du im PowerPoint arbeitest, kannst du dir als Vortragende auch auf dem gleichen Screen seitlich anzeigen lassen. Ja, also ich kann mir im Prinzip mit dieser Einstellung, die ich gerade gezeigt habe, die ich gerade demonstriert habe in diesem Fenster, dann ist dieser Fenster im Prinzip das, was man nachher auch auf dem Präsentationsmonitor oder auf dem Beamer sieht. Also das heißt, wenn man auf dem Beamer nachher nicht die Notizen sieht, sieht man sie in diesem Fenster auch nicht. Das ist nur die Präsentation nicht in Vollbild, sondern nur in einem festgelegten Frame. Genau, es gibt eine ganze Reihe Fragen, die sich noch auf den AT Mini beziehen. Ob man die Software auch ohne die Hardware benutzen kann? Nein. Wie teuer so ein Gerät ist? Das Arte Mini, das ist, ich sag mal, relativ preisgünstig, was solche Geräte angeht, mit knapp über 300 Euro, 340 Euro. Normalerweise von Roland vergleichbare Geräte liegen im vierstelligen Bereich. Genau, im Moment aber sehr, sehr lange Lieferzeiten. Genau. Ob die ob OSB Studio auch bei Zoom Meetings oder nur in der Webinarfunktion funktioniert. Ja, OBS Studio funktioniert auch im Meeting, weil es unabhängig ist von der Zoom Software. Das ist ja eine eigene Software, die unabhängig von Zoom läuft. Genau. Und wie gesagt, mit diesem Virtual Cam Plugin wird das, was aus der OBS Software rauskommt, wird als Webcam Signal von Zoom erkannt und geht so rein. Und da ist es egal, was für eine Zoom Version oder Skype Version oder wie auch immer das ist.
Genau, Yvonne fragt noch, ob dann die Übersetzungs-App nur von Deutsch nach Englisch geht oder auch andersrum. Also, if you speak in English, can it translate it to German? Ich habe mal versucht, in Englisch zu sprechen, da ist der Computer abgestürzt. Nein, das funktioniert natürlich in alle Richtungen. Das ist im Prinzip wie bei einem Google-Übersetzer. Man gibt die Eingangssprache und die Ausgangssprache ein und mit der gleichen Qualität wie Übersetzungs-Apps wird das hier auch übersetzt. Zu dem Thema, wir haben aber im Oktober haben wir auch noch mal, ich glaube, 9. Oktober, ein Edu-Talk ganz speziell zum Thema Live-Transkription. Und wie gesagt, die Edu-Talks sind alle hier bei uns im Blog mit eingebunden und die Termine mit drin. Und da haben wir auch einen Spezialisten dabei, der sich auch mit solchen Live-Transkriptionsdiensten auch beschäftigt hat, auch ob man das und wie man das auch in Zoom mit einbinden kann. Also wen das interessiert, kostenloser Edu-Talk, ich glaube, am 9.10. Genau, wir müssen ja auch mal sagen, wir prüfen ja auch, wir probieren auch ganz viel aus. Wir sind auch nicht perfekt in allem. Wir bemühen uns und ich glaube, wir lernen auch jeden Tag noch dazu. Ich hatte gestern ein Webinar mit knapp 150 Leuten. Das war das grausamste Webinar meiner Geschichte, obwohl ich nur Teilnehmer war, glücklicherweise, weil es 45 Minuten Vorträgen mit jeweils 3 Minuten Diskussion gab und nach 2,5 Stunden habe ich mich ausgeklinkt. Es gab noch mal Fragen zu der PowerPoint-Präsentation und dem Übersetzung. Also das rutscht jetzt bei mir immer hin und her durch das Hoch- und Runtervoten oder Hochvoten. Es gab noch die Frage der Übersetzung. Wo ist es jetzt hin? Moment, es ist, glaube ich, nach oben gerutscht. Ups. Die Frage, ob man die Übersetzungsfunktion nur nutzen kann, wenn man eine PowerPoint-Präsentation geöffnet hat. Das geht, das ist ja ein Dienst von PowerPoint, von daher funktioniert es auch nur mit PowerPoint. Ich würde aber vorschlagen, Michael, dass wir jetzt einfach auch mal inhaltlich weitermachen. Es geht ja auch um die Webdienste, die Fragen, die gehen nicht verloren. Für manche doppeln sich aber die Fragen und wir werden dann am Schluss, wenn wir den Input, den inhaltlichen haben, auf alle Fragen eingehen. Und ihr habt dann auch die Möglichkeit, wer will, sich dann auch per Video mit dazu zu schalten, dass ihr mit in die Diskussion mit reinkommt, dass wir uns hier dann noch ein bisschen unterhalten können. Aber machen wir jetzt erstmal den Inhalt fertig. Genau, war jetzt nur die Fragen direkt zu dem, was du gerade gesagt hast. Okay. So, wenn du mir jetzt noch erlaubst, meinen Bildschirm freizugeben. Ach, das auch noch. Ja, auch das ist ja das Recht des Hostes, zu sagen, wer seinen Bildschirm freigeben darf oder nicht. Ach, die Bildschirm ist zu Bildschirm. Ja, dann würde ich nämlich jetzt einen Dienst vorstellen. Ich persönlich arbeite überhaupt nicht mit PowerPoint oder wenn nur sehr ungern. Was ich verwende, ist ein Präsentationstool, das nennt sich Prezi. Ich weiß nicht, wer von euch Ihnen das kennt. Ich teile das jetzt mal und hoffe, dass ihr das jetzt auch seht. Tobias, vielleicht kannst du mir gerade eine Rückmeldung geben. Sieht man hier die Bearbeitungsoberfläche Ja, der genau. gesamten Präsentation für das Modul jetzt, Prezi als Präsentationswerkzeug. Was man hier sieht, ist im Prinzip die Oberfläche der Präsentation. Ich habe hier die Möglichkeit, Dinge einzufügen. Der Vorteil einer Präsentation bei Prezi ist, dass man alles in einer Übersicht hat. Ich habe also hier dieses Blatt. Seht ihr meine Maus? Siehst du die Maus, Tobias? Ja, die sehe ich. Gut, dann sehen die anderen das hoffentlich auch. Ja, das ist also eine Oberfläche, auf der ich insgesamt arbeiten kann. Und im Unterschied zu PowerPoint, wo ich sozusagen Folie nach Folie habe, habe ich hier alles auf einem Desktop, alles auf einer Folie. Ich habe hier unser Zentrumslogo eingebaut, habe hier eine Überschrift eingebaut und der Schwerpunkt meiner Präsentation, habe das in diese zwei Bereiche geteilt und mit einem kleinen Zwischenschritt, zu dem ich nachher dann aber am Ende auch nochmal komme. Ich starte mal mit der Präsentation. Die ist jetzt im Vollbildmodus, so hoffe ich doch. Ja. Man sieht hier also sozusagen einen leeren Bildschirm und ich kann jetzt die einzelnen Elemente in einer Reihenfolge zeigen, die ich festgelegt habe im Programm.
Also hier im Augenblick ein Textfenster. Ich habe einen Text eingegeben, Prezi als Präsentationswerkzeug. Habe einen Untertitel, Möglichkeiten und Preismodelle. Habe dazu jetzt einen blauen Punkt eingestellt. Auf den Punkt will ich jetzt mal kommen. Ich zoome auf den Punkt heran und sage, was ist denn eigentlich Prezi? Prezi, wie gesagt, Präsentationswerkzeug, das es in einer kostenfreien und kostenpflichtigen Version gibt. Das komme ich nachher noch dazu. Der Vorteil von Prezi ist, zu sagen, ich habe hier wirklich eine Arbeitsoberfläche. Ich habe eine ganze Reihe von Verknüpfungsmöglichkeiten. Da könnt ihr euch einfach, wenn ihr euch mal einen Account anlegt, reinschnuppern. Das kostet tatsächlich nicht und tut auch nicht weh. Man kann auch nichts kaputt machen. Man kann viel üben. Prezi bietet mir im Vergleich zu PowerPoint die Möglichkeit, dadurch, dass ich jederzeit auch wieder in den vollen Bildschirm geben kann, zu einzelnen Punkten zu kommen. Aber da werden wir später noch dazu kommen. Die Möglichkeiten selber, es ist wie gesagt, das sind jetzt grafische Objekte mit Text, die ich eingebe. Ich kann Bilder eingeben. Ich kann selbst PowerPoint-Präsentationen eingeben in Prezi. Ich kann Videos einbinden. Ich kann Musik einbinden. Ich kann Dinge erscheinen lassen und kann natürlich auch über die Grundlagen einer Präsentation im Internet nochmal ein paar Worte verlieren, weil mir das persönlich ganz wichtig ist. Ich erlebe ja immer wieder Präsentationen im Internet und sage, da gibt es manche Sachen einfach mal zu berücksichtigen, die jetzt für mich so ein Zwischenschritt sind, die ich hier an einem kleinen Punkt mal machen kann. Bitte, bitte übertragt nicht 1:1 Analograumpräsentation, habe ich sie mal genannt, in den digitalen Raum. Es gibt einen ganz einfachen Grund, das zu tun, und dieser ganz einfache Grund heißt Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit in der Präsentation, sei es in einem Meeting oder sei es in einem Webinar, ist eine andere. Wir sehen ja nicht im Raum die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sitzen. Wir können uns nicht, sag mal, gedanklich damit beschäftigen. Ich sehe nicht die Mimik und Gestik einer anderen Person, ob sie vielleicht mein Missfallen teilt oder sonst irgendwas. Die Aufmerksamkeit ist sehr stark auf den Bildschirm gerichtet. Und wenn man dann eine einstündige Präsentation hat, die man normalerweise in einem Raum hat, wo man sich einfach mal nach rechts und links drehen kann, vielleicht auch mal ganz gleich mit seinem Nachbarn tuscheln kann. Das fällt hier in diesen digitalen Räumen hauptsächlich weg. Deshalb mehr arbeiten mit Bildern, mehr arbeiten mit Grafiken als mit Texten. Grundsätzlich auch bei Präsentationen ganz wichtige Möglichkeit zu sagen, und das ist auch eine Stärke von Prezi. Prezi selber hat eine ganze Reihe von Schulungsvideos und Lernvideos bereitgestellt, die im Prinzip darauf hinauslaufen, zu sagen, bitte vermeidet lange Texte, sondern arbeitet eher mit Symbolen, ja, und erzählt zu der Präsentation Geschichten. Ist weit, weitaus besser, als ellenlange Texte vorzulesen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen euch geht. Ja, wenn ich eine Präsentation als Teilnehmer zuschaue, wo der Referent oder die Referentin den Text, der auf der Präsentation steht, auch noch vorliest, dann bekomme ich persönlich immer eine leichte Krise. Je länger die Texte, desto länger die Krise. Aber auch wenn man präsentiert online, noch zu berücksichtigen ist nicht nur ein anderes Setting, sondern dass natürlich auch Urheber- und Verwertungsrechte beachtet werden müssen. Ich habe ja jetzt hier gerade eine öffentliche Präsentation und ich weiß nicht, wer von Ihnen, von euch beispielsweise davon jetzt ein Video anfertigt oder Screenshots anfertigt. Ja? Und trotzdem bin ich jetzt derjenige, der diese Präsentation hält, und man könnte mich jetzt, wenn ich hier urheberrechtlich geschütztes Material verwende oder Tobias urheberrechtlich geschütztes Material verwendet, könnte sozusagen zur Rechenschaft gezogen werden. Aber da werden wir nachher noch dazu kommen, wenn es darum geht, zum Beispiel über Dienste, die es dort gibt, über verschiedene Lizenzmodelle zu schauen, welche Dateien, Grafikdateien, Audiodateien, Musik man einblenden, benutzen kann für Präsentationen, ohne dass man mit einem Bein in so einem grauen Bereich steht. Zum Preismodell von Prezi. Es gibt im Prinzip drei Bereiche. Es gibt so einen kostenfreien Bereich, der eben diese rudimentären Dienste ermöglicht, die ich hier auch verwendet habe. Das ist die kostenfreie Version.
Es gibt eine ermäßigte Version und es gibt viele normale Versionen. Das ist ein zum Teil auch nicht beziffertes Kostenmodell, aber wir können uns das mal anschauen. Das erste kostenfreie Modell ist Basics. Das sind die Grundlagen, Erstellen, Teilen und Speichern von attraktiven visuellen Inhalten. Das ist ja immer so ein bisschen Geschmackssache, die jeder online anschauen kann. Ganz wichtig, wenn man Prezi in der kostenfreien Version benutzt, ist der Preis, den man dafür bezahlt, dass man erstens eingeschränkte Möglichkeiten hat, ja, bestimmte Sachen lassen sich nicht machen, und dass diese Präsentation, die man erstellt hat, so auch diese Präsentation hier im Internet frei zur Verfügung steht. Das heißt, meine Präsentation kann von jeder Person, die einen Zugang zum Internet hat, aufgerufen werden, kann kopiert werden, kann sogar auch weiter bearbeitet werden. Es gibt ermäßigte Versionen, das ist vor allen Dingen für Bildungseinrichtungen ganz interessant, wenn sie dann eine Anerkennung bekommen. Es gibt nämlich Edu Plus für Schüler, Studierende und Lehrende. Auch wenn hier steht, das Prinzip sich sehr stark auf Schule und Universitäten bezieht, so kann ich doch sagen, es gibt auch Bildungseinrichtungen der außerschulischen Bildung, die hier eine Edu Plus Version haben. Das ist natürlich ein sehr attraktives Angebot für 3 € im Monat, das macht 36 im Jahr. Dort kann man PowerPoint-Präsentationen umwandeln lassen in Prezi-Präsentationen. Man hat Zugriffe auf Bilderdienste, die Prezi selber enthalten hat. Man kann Grafiken verwenden, man kann das Ganze, was man hier präsentiert, in eine PDF exportieren und kann die sozusagen als Handout auch verteilen. Und was ganz wichtig ist, sie haben den Zugriff offline. Das heißt, dass man tatsächlich, wenn man keine Internetverbindung hat, an der Präsentation arbeiten kann. In der kostenfreien Version, in der Basisversion, geht das nur online. Das Edu Teams ermöglicht eben auch, dass man mit verschiedenen Leuten zusammenarbeitet. Prezi selber kann ein zeitgleiches Zusammenarbeiten an einer Präsentation von bis zu 10 Leuten ermöglichen. Und es gibt natürlich auch noch, wie das bei vielen Programmen die Möglichkeit besteht, dass man sich Nutzungsstatistiken erstellen lässt. Also welche Präsentation wird angeschaut, wie lange wurde sich die Präsentation angeschaut. Ähnlich wie man das von anderen Diensten auch könnte, dass man personenunabhängig bezogene Daten bekommt, dass man sagt, aha, die Leute gucken bis dahin die Präsentation und dann nicht mehr oder da klicken sie schnell weiter und kann auch so seine Präsentation beispielsweise optimieren. Das normale Preismodell für die persönliche Standardbenutzung ist mit dem Online-Editor und der Möglichkeit, PowerPoints zu implementieren. 7 € im Monat. Man kann das, wie gesagt, auch mal testen. Ich teste das oder mache das eigentlich selber immer in dieser kostenfreien Version, weil mir dort die Möglichkeiten ausreichen. Es gibt auch hier nochmal eine Plus-Version, die eben auch die Möglichkeit behält, Offline-Zugriffe zu machen. Das heißt, dass man die Datei auch offline bearbeiten kann und natürlich für Geschäftsleute, ich sag mal, ein rundum sorglos Paket für 60 €. Und es gibt auch hier die Teams-Option. Ich kann das auch hier ein bisschen verschieben nach oben, weil ich nicht genau weiß, ob das von der Leiste überdeckt ist, dass eben hier eine ganze Reihe von Lizenzen erworben werden kann, damit das Ganze etwas günstiger ist. Ich kann hier jetzt nochmal rauszoomen, kann sozusagen hier auch in die Moderatorenansicht gehen und habe hier schon den ersten Hinweis. Das wird einem öfter begegnen, wenn man die kostenfreie Version hat, dass bestimmte Sachen eben nur in der Version funktioniert, für die man bereit ist, Geld zu bezahlen. Ich habe hier unten eine Leiste, das ist nochmal für mich ganz gut, wo ich sozusagen die Präsentation hier unten nochmal im Schnelldurchlauf die einzelnen Stationen haben kann, wo ich dann auch sagen kann, da will ich nochmal dran arbeiten. Das sind ganz schöne Möglichkeiten und das wirklich Gute an Prezi ist, dass es in der kostenfreien Version auch tatsächlich gut benutzbar ist. Ich gehe jetzt gerade nochmal hier hin in den Präsentationsmodus und zeige noch die Frage des Datenschutzes, weil es ja auch mal eine wichtige Rolle ist, Prezi und die Datenschutzgrundverordnung.
Wie alle Firmen sagt Prezi, ist die Sicherheit der Daten die erste Priorität. Es ist ja dadurch, dass es eine kostenfreie Version gibt, klar, dass die Daten, die man eingibt, öffentlich sichtbar sind. Das heißt, man sollte hier keine personenbezogenen Daten wie Adressen, Telefonnummer und sowas einbinden. Aber ansonsten sagen Sie, erfüllen Sie die Datenschutzbestimmungen ohne Wenn und Aber. Und damit bin ich auch schon am Ende. Wunderbar. Ich bin gerade dabei, hier noch fleißig Fragen zu beantworten. Du siehst, es hat nur noch 8 offene Fragen. Das ist super. Und Also ich würde dich jetzt glatt engagieren. ich mache mal Copy und Paste. Ach Google so. doch. Okay. Nein, also zum einen, also ein paar habe ich ja schon beantwortet. Ich habe jetzt keine gesehen, die sich jetzt direkt auf Prezi jetzt bezieht. Von daher, es waren jetzt noch ein, zwei, die ich hier gerne noch mit einbinden möchte. Und zwar die Frage nach virtuellem Hintergrund, Logo ohne Arte Mini. Und natürlich, ja, das kostet Geld, sicherlich. Also bei dem Arte Mini ist einfach nochmal zu sagen, der große Benefit ist einfach auch, dass ich mehrere Kameras zum Beispiel auch anschließen kann, 4 Stück. Und wenn ich eine Raumübertragung habe, Kamerawechsel, kein Ding. Ansonsten, wie man, nee, hier ist es, genau, so ein Logo. Ich habe einfach eine Videospur als Hintergrund und habe in einem Videoprogramm das Logo draufgesetzt und dann, ich sag mal, das einfach als neues Video abgespeichert. Und wenn ich jetzt auch noch möchte, dass hier ein bisschen Bewegung reinkommt und ich noch so ein bisschen für unsere Website Werbung mache, wähle ich jetzt einfach ganz geschickt im Hintergrund einen neuen virtuellen Hintergrund raus, in dem mich noch eine URL mit eingebunden ist. Das ist einfach ganz simpler Trick. Da braucht man auch kein Studio oder OBS oder wie auch immer mit dazu. So, dann haben wir das ja schon mal beantwortet. Konkrete Fragen zu Prezi habe ich das jetzt. Doch hier habe ich das richtig verstanden, dass Prezi-Präsentationen bei der kostenlosen Version im Internet für alle einzusehen sind, ohne dass ich das will. Genau, so ist das. So ist das. In dieser kostenfreien Variante ist der Preis, den man bezahlt, die öffentliche Verfügung zur Verfügungstellung der Präsentation selber. Wenn man eine Bezahlversion hat, kann man das entscheiden, will ich das öffentlich machen oder will ich das nicht öffentlich machen? Okay, dann direkt oben drüber, ist zwar nicht mit den meisten Votes, aber da habe ich schon direkt eine Antwort drauf. Wie verbinde ich meinen PC mit einer Spiegelreflexkamera für Webinare? Wichtig ist, dass die Spiegelreflexkamera einen HDMI-Ausgang hat, dass eben das Live-Bild von der Vorschau, die Live-View übertragen wird und nicht die Videofunktion, weil bei den meisten Kameras ist die Videofunktion auf 20 Minuten limitiert. Also ich brauche eine Kamera, die das per HDMI unterstützt und dann muss ich ein Gerät haben, mit dem HDMI auf USB umgewandelt wird. Das tut, wie gesagt, so ein Arte Mini zum Beispiel oder für kleineres Geld kann ich sowas hier empfehlen. Das ist ein Camlink von der Firma Elgato, kostet um die 110 Euro. Da stecke ich einfach ein HDMI-Gerät rein und dann per USB und dann wird die HDMI-Kamera auch erkannt als Webcam. Genau. So. Wunderbar. Das war schnell. Nochmal etwas langsamer, wie die Logo-Einbindung ohne Arte Mini funktioniert. Okay. Also, der virtuelle Hintergrund ist ja entweder eine Bilddatei oder eine Videodatei. Ja, also ich habe jetzt im Moment eine Videodatei hier eingebunden, kann aber auch jetzt wechseln, indem ich jetzt einfach eine Bilddatei einbinde. Ich mache mal gerade das andere Logo hier weg, dass das nicht zu Überschneidungen und Verwirrungen kommt. So, jetzt nehme ich einfach die gleiche Bilddatei und setze bei Photoshop ein Logo drauf, dort, wo ich es haben möchte, oder auch mit GIMP oder Affinity Photo oder wie auch immer, und wechsle jetzt einfach den virtuellen Hintergrund. So, und schon habe ich hier ein Logo und einen Übergang. Und genau das Gleiche geht auch bei Videodateien. Da kann ich in einem Videoschnittprogramm das EduTalk-Logo, nee, hier, ich bin ja spiegelverkehrt, genau, kann ich einfach mit reinbinden. Und möchte ich eine Laufschrift haben, baue ich diese Laufschrift einfach in das Video mit ein, speichere das als neue Videodatei ab
und binde die hier wieder mit rein. Und das funktioniert ganz ohne ja, irgendwelche zusätzlichen Tools. Das kann alles Zoom. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal einen Schritt weiter zum letzten inhaltlichen Tool, bevor es dann auch noch mal ein bisschen um rechtliche Geschichten und um Quellen geht. Und dann werden wir uns um alle weiteren offenen Fragen auch noch mal kümmern. Es geht ja bei Präsentieren nicht nur um PowerPoint-Präsentation, sondern es ist ja immer so das Gesamtbild, in dem man mit einem Webinar auch in Erscheinung tritt. Wir haben jetzt ja gesehen, wir können im Browser so eigentlich alles auch präsentieren. Wir können aber auch die Inhalte für Webinare auch über Social Media Angebote auch nochmal präsentieren. Und da geht es einfach darum, wie wir mit möglichst wenig Schritten möglichst professionelle Ergebnisse auch ja, bekommen können. Also fernab jetzt erstmal vom Inhalt, sondern es geht jetzt einfach nur um die Erstellung von Bildmaterialien, wie zum Beispiel das Eingangslogo, was wir hier ganz am Anfang hier gesehen haben. Das Webinar startet bald, wie man einfach mit wenigen Klicks ohne Photoshop-Kenntnisse so etwas hier auf die Schnelle zum Beispiel erstellen kann. Dafür gibt es natürlich auch mehrere Tools. Adobe Spark ist zum Beispiel ein ganz großer Player. Ich möchte aber in diesem Kontext gerne Canva vorstellen. Und zwar Canva ist ein ja, Webdienst im Browser, canva.com, gibt es in einer kostenlosen, in einer kostenpflichtigen Variante. Und auch in einer kostenlosen Variante stehen einem hier jede Menge Vorlagen zur Verfügung. Das heißt, ich stehe jetzt vor der Aufgabe, ich möchte eine Präsentation machen, ich möchte ein Video machen oder ein Instagram-Beitrag, ein Facebook-Beitrag, dann habe ich hier schon mal unter Benutzer oder unter Designs habe ich schon mal vordefinierte Vorlagen in den richtigen Abmessungen, die ich benutzen kann. Wie jetzt hier zum Beispiel unser Logo vom Gedankenflimmern Podcast, der auch nächste Woche Freitag auch wieder stattfindet. Und ich kann jetzt auch mit wenigen Klicks diese Datei jetzt auch bearbeiten und verändern. Und jetzt ist die Frage, wofür kostet Canva eigentlich Geld? Geld, also im kostenlosen Variante hat man so ziemlich ähnliche Bearbeitungsmöglichkeiten wie, ich sag mal, in der kostenpflichtigen. Ich habe hier unterschiedliche Vorlagen. Ich möchte das einfach mal zeigen. Und damit ich mir jetzt meine Datei jetzt hier nicht verhunze, kann ich mir einfach auch eine Kopie davon erstellen, mit der wir jetzt arbeiten werden. Das heißt, ich kann die grundsätzliche Vorlage, die kann ich jetzt hier mal verändern. So, dann kann ich hier ja, die Grafiken ändern, den Text ändern, einfach reinklicken, die Farben, die kann ich so weiter hier anpassen. Er zeigt mir auch Farben an, die, ich sag mal, vom Farbschema her in dem Bild, in der Grafik auch vorhanden sind, dass es farblich einfach auch stimmt. Ich kann auch eigene Dateien und Logos kann ich auch hochladen, auch Bilder und so weiter. Und da sind wir jetzt gerade bei dem Punkt Fotos, womit bei Canva auch oder was bei Canva auch Geld kostet, nämlich in der Lizenz der Fotos. In der kostenlosen Variante stehen Bilder zur Verfügung, die man in Portalen findet, wie zum Beispiel, wie der Michael nachher auch nochmal zeigen wird, Pixabay zum Beispiel. Das sind so typische CC0-Fotos, die für den freien Gebrauch sind. Die findet man hier natürlich auch. Und in der Pro-Variante findet man auch sehr viele gute Fotos, die eher so mit Adobe Stock zu vergleichen sind, die ich dann aber auch entsprechend für meine Werke auch nutzen kann. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel was zum Thema Webinar machen möchte, werden mir jetzt hier einige, finde ich, doch schon ansprechende Fotos auch angezeigt zum Thema Webinar, die ich eben auch, ich sag mal, rechtlich nutzen darf, ohne dass ich irgendwelche Urheberrechtsverletzungen auch begehe. Und darin liegt eigentlich das Preismodell, ich glaube, von 8 € im Monat in der kostenpflichtigen Variante. Genau, und genauso wie ich jetzt hier Social Media Grafiken erstellen kann, kann ich hier auch komplette Präsentationen erstellen, Infografiken. Wir haben jetzt zum Beispiel, wo habe ich es denn, für eine Fortbildung
all meine Designs, hatte eine Fortbildung ausgeschrieben und ich habe gesagt, okay, ich brauche mal eben eine schnelle Infografik. Ich suche sie gerade. Moment, genau, hier ist sie und ich gebe sie auch gerade hier mal frei. Da ging es einfach darum, wie gesagt, wir haben eine kurze Fortbildung. Ich brauche eine Social-Media-Grafik, die ich teilen kann. Mit Canva war das hier etwa ein Arbeitsaufwand von knapp 5 Minuten. Wenn man komplett ungeübt ist, vielleicht ja, Viertelstunde bis maximal 20 Minuten, würde bei Photoshop etc. wesentlich länger dauern. Möchte ich einfach auch ganz kurz nochmal hier zeigen, wie die Umsetzung aussieht. Genau, hier ist auch die Datei. Und hier kann ich einfach, das ist aus einer Vorlage erstellt, die mir hier im linken Bereich angezeigt werden. Da kann ich die Vorlage auch einfach ändern. Ich kann hier einzelne Textbereiche ändern, Grafiken ändern, Logos hinzufügen etc. Und wie gesagt, das funktioniert auch problemlos mit, ich sag mal, Präsentationsfolien, die dann einfach optisch ansprechend gestaltet werden. Und zum Beispiel, um jetzt den Bezug zu den Webinaren zu kriegen, ich habe immer ein Eingangsbild. Webinar so und so startet 14 Uhr, startet 10 Uhr mit der und der Musik. Muss ja auch nennen, welche Musik man da ja auch spielt. Ich habe ein Abschlussbild, so eine Endcard. Und die erstelle ich mir vor jedem Webinar neu, eben über Canva. Und das ist eine Sache von noch nicht mal einer Minute. Ich nehme die Vorlage, ich ändere gerade den Text, ich lade es mir runter und kann es nutzen. Und das geht eigentlich sehr, sehr schnell, ohne irgendwie die Ausbildung zum Grafiker gemacht haben zu müssen. Genau, das wäre eigentlich nur der ganz kurze Input zu Canva. Dann würde ich nochmal an dich weitergeben, Michael, bevor wir dann an die restlichen Fragen gehen. Genau, ich habe auch schon mal versucht, ein paar abzuarbeiten. Von daher ist er immer noch bei 8. Ja, zu den rechtlichen Dingen. Ich gehe gerade hier nochmal in die Präsentation. Ich hatte ja vorhin angedeutet, dass es eben auch freie Dateien gibt. Das heißt, das sind Menschen, die haben Dateien erstellt, sei es Musik, sei es Bilder, sei es Texte, die eben über ein Lizenzmodell auch kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Das bekannteste ist wahrscheinlich Creative Commons, die sogenannten CC-Lizenzen. Ich habe hier einmal einen Link eingefügt in die Präsentation, in dem man sich das anschauen kann. Da gibt es eben unterschiedliche Lizenzen, die es gibt, die ich, wenn ich eine Datei erstelle, beispielsweise ich mache ein Foto und dann kann ich dieses Foto auf eines der Portale hochladen oder auf meine Internetseite stellen oder irgendwo ins Netz stellen und kann diesem Foto, dessen Urheber ich bin, und damit bleiben die Urheberrechte ja bei mir rechtlich gesehen. Das ist in Deutschland nicht möglich, Urheberrechte auf jemand anderen zu übertragen, sondern rechtlich ist es so, dass die Urheberrechte immer bei der Urheberin, beim Urheber bleiben und man höchstens Nutzungs- und Verwertungsrechte vergeben kann. Mit diesem Lizenzmodell gibt es eben im Internet international dieses Modell, dass man sagen kann, okay, ich stelle eine Datei bereit, sage aber, wer sie benutzt, möchte bitte meinen Namen nennen. Oder es darf weitergegeben werden mit der Namensnennung, aber unter den gleichen Bedingungen. Oder die Datei darf weitergegeben werden, der Name muss benannt werden und man darf diese Datei nicht bearbeiten oder nicht kommerziell. Und so gibt es ein verzweigtes Lizenzmodell, das im Prinzip von dem Grund ausgeht, zu sagen, ich mache das erstmal frei. Es gibt hier, das ist die deutsche Seite, auch keinen Hinweis auf eine sogenannte CC0-Lizenz. Das ist nur auf der englischen Seite sichtbar. Und diese CC0-Lizenz, die heißt, ich gebe das frei und jeder kann damit machen, was er möchte. Kann die Datei verändern, kann sie weitergeben, kann sie kommerziell nutzen oder auch nicht kommerziell nutzen. Das ist mir völlig wurscht. Und es gibt ganz gut, das benutze ich vor allen Dingen, eine Suchmaschine für genau diese Dienste. Und da habe ich hier ein Suchfenster, in dem ich genau das eingeben kann, was ich suche.
Ich möchte ein Bild vom Bodensee, weil ich etwas über, was ich, Imperia mache. Und dann kann ich eben hier sagen, zeig mir mal, was du findest. Und diese CC-Suchmaschine sucht mir alle Bilder, mit denen derjenige oder diejenige, die das hier eingestellt hat, mit dem Schlüsselwort Bodensee versehen hat, über 10.000 Bilder. Und ich kann jetzt schauen, dass ich die hier eben filtern kann nach einem Lizenzmodell. Hier findet man jetzt auch CC0, ja, und kann sagen, zeig mir mal alle Bilder vom Bodensee mit CC0 Lizenz. Und ich habe hier 188 Bilder und könnte jetzt schauen, ob irgendeines von diesen Bildern dabei ist. Und dann weiß ich über diese CC0 Lizenz, mit diesem Bild darf ich letztendlich machen, was ich möchte. Ich kann auch hier bestimmte Qualitäten, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine größere Fotowand damit schmücken will, dann gucke ich, dass ich eben hochauflösendere Bilder bekomme, oder ich brauche nur ein kleines für, ich sag mal, ein kleines Bild in einer Internetseite, dann kann ich hier über diesen Dienst mir anzeigen lassen, auch kleine Bilder. Oder ich kann sagen, ich will Fotografien, Illustrationen oder künstlerische Werke. Da gibt es jetzt keines vom Bodensee, das zumindest mit einem dieser Lizenzmodelle freigegeben ist. Das ist eine ganz schöne Sache. Ansonsten, ich warne davor, auch in Präsentationen Bilder zu verwenden oder Dateien zu verwenden, Musik zu verwenden, die urheberrechtlich geschützt sind, für die man kein Verwertungsrecht hat. Wir haben bei uns auf der Arbeitsstelle in der Zwischenzeit, glaube ich, zweimal den Fall gehabt, dass jemand aus Unwissenheit, die ja bekanntlich nicht vor Strafe schützt, tatsächlich in einen Flyer ein Bild aufgenommen hat, das dann später bei einem juristischen Streit geendet hat mit, ich glaube, 1.500 Euro, die wir Strafe zahlen mussten, weil die Kollegin, die das gemacht hat, sich damit einfach nicht auskannte. Also ganz wichtig, wenn in Präsentationen, im Internet vor allen Dingen, wenn ich eine bei mir auf der Arbeitsstelle mache, dann weiß ich, da fotografiert niemand. Die Präsentation wird auch nicht weitergegeben. Wenn das klar ist, da kann ich auch mal etwas verwenden, was nicht freigegeben ist, was urheberrechtlich geschützt wäre, weil es keine öffentliche Zurverfügungstellung ist, sondern nur ein interner Kreis. Aber auch dazu sagen, ja, sobald man eine Veranstaltung in einem analogen Raum hat und jemand fragt, kann ich Fotos machen oder macht Fotos von der Präsentation, das bekommt man ja als Referentin und Referent manchmal nicht mit, kann es schon passieren, dass die Person das Foto irgendwo hochstellt, hochlädt, im Internet veröffentlicht oder in einer Broschüre veröffentlicht, und schon ist man die Person, die den Urheberrechtsverstoß begangen hat. Ja, also da wirklich sehr vorsichtig sein und lieber schauen auf Möglichkeiten, die man hat, eben diese kostenfreien, freigegebenen Dateien zu verwenden. Damit wäre ich an dieser Stelle auch schon fertig. Genau, hier ist noch die Frage, gibt es ähnlich der Bildersuche auch eine Musiksuche? Ja, es gibt auch Musikportale, wenn zum Beispiel, Moment, ich gebe gerade noch mal den Bildschirm frei. Wenn man auf die Seite geht der Lizenzverwaltung, wird man feststellen, ich weiß gar nicht, ob es jetzt hier in der deutschen ist. Ja, doch, hier ist zum Beispiel so. Dann wird auch schon auf Suchmaschinen verwiesen, die eben solche CC-lizenzierte Musik. Da kann man eben auch schauen nach bestimmten Genres, ja, aber alles unter dieser Creative Commons Lizenz, wo man dann auch schauen muss bei Musikstücken, nach welchem Lizenzmodell sind diese freigegeben. Gibt es auch für Musik? Okay, dann jetzt noch eine Frage. Da gebe ich, lass dir gerne die Antwort. Screenshots seitens der Teilnehmenden sind doch auch immer möglich, oder? Ja, aber sicher. Ja. Wenn ich hier auf Druck drücke, also mit meinem Windows-Rechner hier auf Drucken drücke, wird der Bildschirminhalt sozusagen fotografiert, und ich kann das über ein Bildbearbeitungsprogramm oder über die Zwischenablage natürlich auch
bei mir abspeichern. Ja, also falls nicht nur möglich, sondern auch erlaubt gemeint ist, also generell anfertigen und kopieren, screenshotten, darf ich ja, was ich möchte. Das Urheberrecht und auch das Recht am eigenen Bild ist ja erst interessant, sobald ich das wieder veröffentliche. Also das heißt, einem öffentlichen Raum zugänglich mache, da gehört auch schon eine WhatsApp-Gruppe, eine Facebook-Gruppe, eine Videokonferenz mit dazu, auf eine Webseite stelle. Aber für mich privat zu Hause darf ich das natürlich screenshotten, kopieren. Genau, es geht immer um das Öffentliche. Richtig. So, jetzt haben wir hier noch die eine Frage und danach würde ich nochmal zur offenen Diskussion einladen. Erst einmal die letzte Frage, wenn ich ein Video in eine Präsentation einbinde, aber das Video unter widerrechtlicher oder legitimer Verwendung urheberrechtlich geschützter Materialien erstellt wurde, wer haftet? Ja, gute Frage. Ich glaube, da gibt es auch Gerichtsurteile dazu, dass natürlich, wenn ich derjenige, der die Präsentation hält, bekanntermaßen urheberrechtlich verwerflich ist, also nicht freigegebenes Material verwendet werde und ich das verwende in meiner Präsentation, kann ich auch haftbar gemacht werden. Es ist also, ich kann mich an einen Fall erinnern, einer Präsentation, die ein Kollege gehalten hat, dass die öffentlich gestreamt worden ist und in diesem öffentlichen Stream war zu sehen, dass er in seiner Präsentation urheberrechtlich geschütztes Material verwendet hat, dann kann man natürlich erstens ihn belangen und zweitens natürlich auch die Person belangen, die den Stream ermöglicht, weil sie das dann öffentlich zur Verfügung stellt. Also es geht immer, wie Tobias auch gesagt hat, wer veröffentlicht das urheberrechtlich geschützte Material widerrechtlich? Genau. Genau, wunderbar. Also von daher sind wir jetzt mit den Fragen auch nochmal durch. Da kommt noch eine Frage von der Christine. Und jetzt würde ich einfach gerne auch nochmal, weil wir jetzt Richtung 15 Uhr gehen, einladen, hiermit in die Diskussionsrunde einzusteigen. Und zwar können das in der Webinarfunktion bei Zoom lediglich die Diskussionsteilnehmer. Ihr habt aber unten in eurem Menü so ein Handmeldezeichen. Und wenn ihr einfach da mal drauf drückt, würde ich euch dann zu den Diskussionsteilnehmern dazufügen. Dann könnt ihr eure Webcam und aktivieren und Fragen auch mitstellen. Und während ich jetzt die Handmeldung durchgehe, Michael, kannst du vielleicht schon mal die nächsten Fragen auch schon mal mit aufnehmen. Genau, ich habe hier noch Frage, wie kann ich mein eigenes Videomaterial rechtlich schützen? Man braucht eigenes Videomaterial rechtlich nicht schützen, weil es in dem Augenblick, wo man es selber erstellt hat, schon geschützt ist. Ja, in dem Augenblick, wo ich jetzt beispielsweise ein Video erstelle, das bezieht sich, glaube ich, auch auf die zweite Frage, die es da noch gibt, wenn ich jetzt ein Video erstelle und das bei beispielsweise YouTube aufstelle oder auf meiner Internetseite aufstelle, dann bin ich die Urheberin, bin ich der Urheber des Videos und damit unterliegt es diesem Schutz grundsätzlich. Ja, man kann natürlich auch nochmal ein Copyright hinzufügen, das muss man allerdings nicht, sondern man kann sagen, in dem Augenblick, wo ich es öffentlich mache und ich bin derjenige, der es erstellt wird, deswegen schreiben wir bei Bildveröffentlichung eigentlich immerhin, ja, Fotograf Michael Grunwald oder Tobias Albers Heinemann oder wer auch immer, dass man einfach da die Möglichkeit hat zu sagen, aha, da weiß die Zuschauerin und der Zuschauer schon, wer der Urheber des Werkes ist. So, genau, dann ist das ja soweit geklärt. Wenn ich die Bilder in Canva nutze, muss ich die Quelle nicht angeben. Das ist jetzt die Frage. Das ist eine Frage, genau, richtig. Da gelten dann natürlich die ganz normalen Bestimmungen. Ich würde da empfehlen, wenn man das, ich sag mal, wie bei Adobe Stock zum Beispiel macht, auf einer Website, dass man im Impressum auf jeden Fall, ich sag mal, auch nochmal darauf hinweist. Allerdings sind die Bilder auch nicht mit einem Urheberrecht jetzt oder mit einem Urhebervermerk versehen, wie es jetzt bei Stock ist. Bei Adobe Stock, da sehe ich ja, ein Bild gehört zu dem und dem Urheber und ich muss so eine Formulierung haben. Das gibt es bei Canva erstmal nicht.
Ja, die Frage, ob man sich als Veranstalter absichern kann, indem man seine eigene PowerPoint-Präsentation mit einem Copyright versieht. Auch da ist es nochmal so zu sagen, okay, es geht ja in dem ganzen Urheberrecht darum, dass man Urheber eines Werkes ist. Und ich würde dann in dem Falle einfach sagen, wenn ich das nicht möchte, dass ich bitte im Laufe der Präsentation keine Fotos haben möchte, dass man meine Präsentation abfotografiert. Ich stelle gerne eine Präsentation zur Verfügung. Die kann ich dann auch im Nachhinein nochmal bereinigen, wenn ich zum Beispiel urheberrechtlich geschütztes Material widerrechtlich verwendet habe, dass ich dann sagen kann, das kann ich dann rausnehmen. Das ist heute eigentlich gang und gäbe. Dazu vielleicht noch ergänzend, dieses Copyright ist eine amerikanische Erfindung. Das macht in Deutschland gar keinen Sinn, weil wie Michael das vorhin schon gesagt hat, sobald ich ein Werk erstellt habe, ist es urheberrechtlich geschützt. Ob da jetzt ein gekringeltes C drauf ist oder nicht, also das spielt hier gar keine Rolle. So, jetzt habe ich oben noch die Frage von der Stefanie. Wenn ich meine Folien versehe mit dem Vermerk nicht zur Veröffentlichung, Weitergabe, bla bla bla, sollte ich doch abgesichert sein. Auch hier gilt, dieser Vermerk ist nicht relevant, weil wenn ich die Folie zeige und zur Verfügung stelle, dürfen andere nicht ohne meine Genehmigung das weitergeben. Andersrum muss ich ganz klar kennzeichnen, dass sie das dürfen. Also das heißt, wenn ich möchte, dass jemand meine Präsentation in die Öffentlichkeit trägt, dann muss ich ein Vermerk machen zur freien Verwendung oder Creative Commons, CC BY SA oder wie auch immer. Wenn nichts draufsteht, gilt erstmal, frag den Autor oder den Urheber. Genau, das ist einfach der Grundsatz. Urheberinnen, Urheber fragen, ob man es verwenden darf. Ansonsten kann ich ja auch, das machen wir ja auch in verschiedenen Situationen, zu sagen, okay, ich gebe es frei. Ja, wir machen diese Seite, alle Inhalte, die wir hier finden, die ganze Präsentation ist alles in einer CC0-Lizenz und damit kann jeder damit machen, was er möchte. Oder man muss meinen Namen nennen oder sonst irgendwas. So, jetzt haben wir die Irene Maria Stangl noch mit dabei. Hallo, ich begrüße dich. Gibt es eine konkrete Frage von dir? Dein Mikrofon müsstest du noch anschalten. Dein Mikrofon ist es noch Dein aus. Mikrofon ist aus. So, Ja. meine Frage hat sich schon erledigt. Ja, ich bin einfach dankbar für eure Infos. Ist zwar für mich noch vieles Neuland, wo ich mich mit beschäftigen muss, aber ich finde ganz klasse, wie genau und gut ihr das präsentiert. Vielen Vielen Dank. Dank. So, jetzt haben wir doch mal hier zwei Fragen. Und zwar, mal gucken. Einmal, ich habe Anschlussfragen zu, wenn ich ein Video als Kommentar geschickt, nachdem die Antwort erteilt wurde, wird dies den Mods bei Zoom F&A angezeigt oder herausgefiltert? Also was ihr im Chat schreibt, wird nicht unter Fragen und Antworten angezeigt. Von daher, ja, wir sehen nicht, was im Chat mit drin ist, sondern wir sehen nur, was bei Fragen und Antworten mit angezeigt wird. Und da seht ihr das auch bei beantwortet und ausgeblendet. Dieter Schorer, ich grüße dich. Hallo. Dein Mikrofon ist auch noch nicht an. Ja, Hallöchen zusammen. Ich habe sehr interessiert dieses Atem-Ding angesehen und habe aber sehr viele USB-Konverter schon. Könnte also in einen normalen Rechner mit mehreren Videoquellen reingehen. Gibt es da irgendeine Software, die ohne dieses Schnittpult auch funktioniert? Da würde ich auch das OBS-Studio empfehlen. Also das ist schon, auch wenn es Open Source und kostenlos ist, wirklich ein fantastisches Tool. Und dann kann ich auch verschiedene Szenen vorbereiten und jeder Szene weise ich einen Videoeingang oder einen Audioeingang zu. Und dann gibt es auch noch etwas Tolles, das nennt sich, das wurde vorhin auch schon mal genannt, das ist ein sogenanntes Stream Deck. Ich zeige das mal gerade kurz. Das ist auch von Elgato.
Ich muss hier die Kamera mal kurz. Genau, so ein Stream Deck und das ist ein Teil, da kann ich einzelne Tasten bei verschiedenen Programmen mit Funktionen auch belegen. Das heißt, da kann ich, das ist komplett OBS-kompatibel, da gibt es Presets dafür und dann kann ich zum Beispiel einzelne Szenen hier auf Tasten legen, dann sagen, okay, wenn ich die Taste drücke, kommt die Kamera mit dem Mikrofon, wenn ich die Taste drücke, die Kamera mit dem Mikrofon und über das virtuelle Cam-Plugin kommt alles dann abgemischt bei Zoom an. Stream Deck heißt das Ding. Elgato Stream Deck, genau richtig. Da liegt preistechnisch, ich glaube, so auch so um die 130 Euro in der Version. Elgato Stream Deck. Die Frage, wenn ich ein illegales Video von YouTube zeige, heißt ein Video, welches mit urheberrechtlich geschützter Musik vertont ist, darf ich den Link in dem Webinar teilen? Ja, den Link kann ich ja erst mal teilen. Da begebe ich ja noch keine Urheberrechtsverletzung, wenn ich nur den Link teile. Und die Urheberrechtsverletzung, die begehe ich ja erst, wenn ich die urheberrechtlich geschützte Musik erneut veröffentliche. Und das tue ich ja auch nicht, wenn ich sie mir auf YouTube angucke. Weil da gibt es auch ganz klare Urteile, man durch die Struktur von YouTube auch erstmal davon ausgehen darf, weil die haben ja Content-ID-Filter und alles Mögliche, dass das, was ich bei YouTube finde, rechtlich auch okay ist. Das ist doch erstmal eine Grundannahme und von daher, ja. Haben wir am Ende ebenfalls auch Frage und Antwort als Datei? Nein. Nein, genau. Ganz schnell. Vielleicht macht ihr noch mal eine Veranstaltung zum Thema Datenschutz. Ja, vielleicht. Ja, und da muss man auch sagen, bei Thema Datenschutz, wenn das, ich sag mal, auch vor allen Dingen auch EKHN intern, der Wunsch ist, nehmen wir Wünsche immer gerne entgegen, würden hier aber auf jeden Fall unsere Datenschutzprofis aus der Kirchenverwaltung mit dazu holen, weil wir sind keine Datenschutzbeauftragten oder Datenschützer. Da gibt es Leute, die sich da wesentlich besser auskennen. Genau, das würden wir, wenn es diesen Bedarf gäbe, natürlich dann auch delegieren an Kolleginnen und Kollegen, die wir in und außerhalb der Kirche kennen. Genau. Okay, super. Das war's dann soweit. Also ich sehe jetzt auch keine weiteren Fragen. Es gibt noch eine Handmeldung, der Stefan Karlhuber. Dich hole ich doch jetzt direkt mal dazu. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt erst sehe. Und die Ina Wolf auch nochmal. Genau, also wie gesagt, wir machen jetzt nochmal so ein bisschen Plauderrunde und für alle, die jetzt noch Interesse haben, dabei zu bleiben. Ansonsten gibt es Ende der Woche, ach, das ist ja schon bald, ne, ist morgen, spätestens Anfang nächster Woche dann eine E-Mail mit Link zur Aufzeichnung und auch mit Link zu einem Feedback. Da freuen wir uns auch immer von euch nochmal eine Rückmeldung zu kriegen, dass wir auch unsere Angebote noch ein bisschen optimieren können. Stefan, hallo. Hallo Tobias, hallo Michael, grüße euch. Ich habe zwei Fragen. Das eine betrifft das, was du vorher gerade erklärt hast, das mit dem Elgato Stream Deck. Arbeitet das nur mit dem OBS zusammen? Das heißt, brauche ich OBS, um mit dem Stream Deck Inhalte einzukehren? Nein. Also auch das kann ich mal ganz kurz zeigen. Es gibt für das Stream Deck unterschiedliche Presets, also Voreinstellungen. Ich kann auch die Software hier mal gerade zeigen. Das heißt, ich habe jetzt hier die, in der mittleren Variante diese Auflösung hier mit den 15 Tasten. Und hier auf der rechten Seite sehe ich jetzt Programme, wo es schon gefertigte Presets gibt. Also YouTube, Twitter, Twitch, es gibt auch Systemanwendungen. Das heißt, wenn ich OBS Studio habe, da kann ich jetzt hier einfach eine Szene rüberziehen und die dann auch programmieren. Ich habe hier zum Beispiel aber auch meine Philips Hue-Beleuchtung, die steuere ich hier drüber. Das heißt, ich habe hier drei Lampen, die kann ich darüber steuern. Grundsätzlich über System kann ich alles steuern, was einen Hotkey hat, also was über einen Hotkey erreichbar ist, über eine Tastenkombination. Das heißt, jetzt hier bei Zoom zum Beispiel habe ich mir Funktionen wie Zoom, wie Stummschaltung, da gibt es einen Hotkey für, da habe ich mir hier drauf gesetzt. Programme kann ich mir hier hinsetzen, die dann starten. Ich kann auch die zweite Ebene noch machen. Also das ist im Prinzip ganz, ganz offen, das Teil.
Also es ist praktisch ein Hardware-Makro-Abrufgerät, das keine externe Software braucht, außer die, die mitgeliefert wird. Diese Steuersoftware, die braucht man dafür, genau. Und ansonsten ist das wie bei TV Total, das Pult, was der Stefan Raab hier mal hat und dann draufgehauen hat. Also ich kann das ja auch mit Audioeffekten irgendwie da noch belegen und Videoeffekten, keine Ahnung was. Also es ist total vielseitig. Aber was ich nicht machen kann, ist irgendwie so wie beim Atem Mini Sachen irgendwie an bestimmte Orte hinkien, sondern es ist immer nur ein Wechsel sozusagen des Bildes durch diese Hotkeys. Ja. Das ist im Prinzip nur ein Erfüllungsgehilfe. Also der übernimmt nur aus verschiedenen Programmen Funktionen. Aber er kann selber nichts. Ja. Also eine Ergänzung zum Atem Mini, aber kein Ersatz. Ja, also zum Atem Mini eine eher schlechte Ergänzung, weil die Funktionen in der Atem Mini Software nicht über Shortcuts steuerbar sind. Mhm. Ist aber eine super Ergänzung zu OBS, zu Programmen, zu generell Office, wenn du auch mit mehreren Geräten auch arbeitest. Wie gesagt, ich steuere das Licht hier drüber und Software starten und Automatisierung einfach. Okay. Ja. Cool. Zweite Frage habe ich noch, beziehungsweise eine Anregung. Was ich sehr gern mache bei meinen Online-Seminaren, ist live annotieren. Also sprich, entweder Webseiten, PDFs oder auch PowerPoints mit Stift, idealerweise natürlich über das iPad ergänzen und so quasi so ein Teilfertigmedium aus vorproduzierten und live erstellten Inhalten zu machen. Hm. Und ich habe da jetzt zwei Programme verwendet, mit denen ich nicht ganz glücklich bin. Meine Frage ist, ob ihr da was Besseres oder was anderes kennt. Am Mac verwende ich ScreenBrush, das funktioniert programmunabhängig. Und für Windows verwende ich den IPEVO Annotator, den gibt es auch für den Mac, beides kostenlos. Aber beides ist nicht so ganz die eierlegende Wollmilchsau. Und für iPad gibt es leider scheinbar überhaupt nichts Systemunabhängiges, weil das nicht technisch nicht anders geht. Das heißt, da brauche ich für jede Art von Content ein eigenes Annotierungstool in der Software, die ich verwende. Ja, nee, da habe ich leider hier keine Ahnung. Also was gut funktioniert, das ist, ich sag mal, beim Surface eben mit dem Stift, das ist ja nochmal ein bisschen offener als, ich sag mal, beim iPad, aber ansonsten kann ich dir leider keine inhaltlich kompetente Antwort zu geben. Ich bin da auch draußen. Okay, das ging ja schnell. Ja, super, danke. Klasse. Ina, hallo. Ja, hallo. Meine Frage ist nur, ich bin dann bei diesem Cam-Link, bei diesem Problem, welches Gerät nehme ich eigentlich idealerweise, wenn ich jetzt nicht gerade die Kosten für eine hochwertige Spiegelreflexkamera ausgeben möchte, was möglichst einfach zu verwenden ist für ein einfaches Zoom-Webinar. Ne? Nehme ich da mein Handy, wenn das kompatibel ist, oder was gibt es da für Möglichkeiten? Also im Prinzip kann man ja erstmal jede Webcam auch benutzen und da gibt es ja ganz unterschiedliche, auch von der Qualität und einfach, also ich habe jetzt hier neben der Spiegelreflex noch zwei weitere Webcams angeschlossen, die zeige ich ja auch mal gerne. Das eine, das ist hier von Logitech, die welches ist das denn? Genau, das ist die Logitech, bin weg. So, genau, die Logitech Brio 4K Stream Edition. Das ist meiner Meinung nach eine Webcam, die wirklich eine recht gute Qualität auch hat. Liegt preislich bei normalerweise 150, 160 Euro um den Dreh. Normalerweise sage ich jetzt gerade wahrscheinlich so zwischen 250 und 300. Also das ist ja gerade unverschämt, was Leute für Webcams haben wollen. Mindestens das Doppelte. Ja, mindestens, genau. Oder ich noch gerne nutze, der Michael und ich, wir haben zum Beispiel ein Format, ein Live-Podcast, wo wir auch mal irgendwo vor Ort sind. Und dafür habe ich mir eine Webcam gekauft, die sehr weitwinklig ist, dass wir halt eben vor dieser Webcam auch zu zweit sitzen können. Und da habe ich hier, das ist von Hudley eine Kamera, Hudley IQ, die hat eine, also jetzt sieht man auch so schön mein Arbeitszimmer hier. Genau, die hat einen 150-Grad-Aufnahmewinkel. Die ist aber wesentlich teurer. Also die kostet fast 800 Euro. Da kann man sich auch eine Spiegelreflex für kaufen.
das ist halt einfach für Leute interessant, weil viele haben zu Hause entweder schon eine Spiegelreflexkamera oder auch eine von diesen sogenannten Daddycams, also die normalen Camcorder, die man ja auch schon für 100-200 Euro bekommt überall. Und die kann ich im Prinzip auch als Webcam nutzen. Und bevor ich irgendwie mir für viele 100 Euro eine Webcam hole, kann ich eher mal schauen, ob ich das nutzen kann, was ich eh schon zu Hause habe. Und da jetzt gerade die Frage kam, wie war das mit der Spiegelreflex, wie kann ich die einbinden? Genau, über dieses Arte Mini, was ich hier gerade auch vorgestellt habe, eine Hardware-Lösung oder was eben auch geht über ein Elgato Camlink. Das ist ein Adapter, da kommt hier das HDMI-Kabel rein und per USB dann ins Gerät. Ja, vielen Dank, das war's. Gerne. Ja, wenn die Leute sich jetzt gerade verabschieden, ich habe unten in den Chat auch nochmal den Link zu der Prezi-Präsentation reingesetzt. Okay. Stefan. Mir ist noch was eingefallen. Dieser kleine Adapter, mit dem man die Kameras von HDMI auf USB anschließen kann. Ich habe mir den jetzt ausgeborgt vom David und mir, also ich habe festgestellt, da habe ich immer wieder Bildaussetzer und Blitzer drinnen. Habt ihr festgestellt, dass dieses kleine Adapter-Ding Probleme machen kann oder liegt das an mir? Liegt an dir. Okay, passt. Nein, also was ich merke bei diesen Geräten, da muss man gucken, wenn man Video und Audio nutzt mit Latenz, also zwischen also Ton- und Videoübergabe. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Funkmikrofon, das geht über eine Funkstrecke, dann per XLR-Kabel in einen USB-Mixer. Und wenn ich jetzt das direkt als Audioquelle nehme, ist der Ton schneller bei Zoom als das Bildsignal. Das sind 200, 300 Millisekunden, aber das merkt man und das wird unangenehm, dann hat man so eine Latenz. Und deswegen gehe ich im Prinzip von dem Mischpult nochmal raus in die Kamera und dass eben Bild und Ton gleich mit dem HDMI-Kabel gemeinsam ankommen. Da muss man ein bisschen ausprobieren, aber da ist es eben über den Weg möglich, das zu regulieren, aber Aussetzer hatte ich da selber keine. Also das Camlink selber, da ist nie irgendwas aufgefallen, dass es da Blitzer gibt oder so. Nee, gar nicht. Immer wieder kleine Bildstörungen drin. Okay. Gar nicht. Wenn es vielleicht das Gerät selber gar hat. Nicht. Stefan, hier ist nochmal ein Kommentar von der Bettina für dich. Am iPad zeichnen geht super mit Procreate. Genau, das sollte dann auch klappen. Danke für den Hinweis. Genau, und David fragt noch, was taugen gute Smartphone-Kameras im Vergleich? Also gute Smartphone-Kameras sind auch gut. Ja, sicherlich. Also, finde ich. Es kommt ja halt immer auf das Setting drauf an. Also wenn ich ein Webinar oder eine Veranstaltung mache, wo ich vielleicht auch dezentral bin. Also wir könnten uns jetzt einmal vorstellen, wir machen jetzt gerade eine Urlaubsreportage. Der Michael, der ist jetzt gerade an dem berühmten Bad Kreuznacher Wasserfällen. Die sind ja weltbekannt. Und ich möchte jetzt einfach im Rahmen unseres Kulturwebinars einen Eindruck vermitteln. Michael könnte jetzt vor Ort mit seinem Smartphone im Prinzip eine Videoübertragung machen, uns den Ort zeigen und ich könnte, obwohl ich jetzt hier rede, den Michael als Spotlight-Video machen, sodass alle prominent auch das Smartphone-Video sehen. Also man kriegt dann schon so eine kleine redaktionelle Bildmischung einfach auch hin und da sind Smartphones natürlich ungeschlagen und die haben in der Tat wirklich auch schon gute Kameras. Für ein Webinar-Setting wäre mir das, glaube ich, auch einfach zu klein, weil ich brauche für mich zumindest meinen Computer mit mindestens mal zwei Monitoren, um die ganzen Fenster vor allen Dingen auch mal zu verwalten. Inhalte, Chat, wir haben ja hier auch noch mal den Facebook-Livestream und so weiter. Genau, richtig. Genau, so. Bettina schreibt ja im Chat auch, ich arbeite gerne mit dem Smartphone als zweite Kameraperspektive, nutze für normales Setting einfach die Logitech C920 Webcam und fürs Flipchart dann die Cam vom Note 8. So ähnlich arbeite ich auch. Ja, ich genau. Habe eine Kamera und manchmal zeige ich gerade in Präsentationen, wenn man mal ein bisschen Dynamik auch reinbekommen will, was ich mir in Präsentationen ganz gut finde, dann, wenn ich einen Raum habe, in dem ich präsentieren kann, dass ich dann tatsächlich auch mal mit so einer freien Kamera die Bewegung aufzeichnet, einfach mal hingehen kann. Und dann habe ich beispielsweise einen Flipchart, in dem ich dann mit der Kamera
das auch zeigen kann. Das, also Bewegtbild in einer Präsentation ist immer ein wenig aufmerksamkeitsfordernd, sage ich jetzt mal. Bei Prezi sind die ganzen Leute immer am Suchen, wo ist sozusagen das Nächste. Ja. Ich habe es ja jetzt ganz schmal gehalten. Einsteigerfreundlich. Stefan hat noch was und für die anderen auch. Wie gesagt, wer Fragen hat, kann gerne mit dazukommen. Wir können hier so ein offenes Gespräch einfach machen. Stefan, du hast noch eine Anmerkung? Ja, zum Thema Smartphone als Webcam-Ersatz. Ich habe das noch nicht probiert. Es würde mich aber interessieren, wie das geht. Ich habe gelesen, dass man da unbedingt eine Zusatzsoftware braucht, weil sonst das Smartphone nicht zu verwenden ist. Jetzt, ich habe es noch nie probiert. Ich habe ein iPhone, also sprich Apple iOS. Habt ihr Erfahrung damit, wie ich ein Smartphone als Zweit-Webcam anbinden kann an das Gerät? Also ich mache es ganz einfach so, dass ich mich mit einem zweiten Account anmelde und diesen zweiten Account in einem Meeting zum Beispiel dann eben mit meinem Smartphone oder mit einer zweiten Kamera hier beispielsweise Dinge zeige oder außen Dinge zeige oder eine Präsentation zeige. Das ist einfach dann ein zweiter Account. Genau. Und das Bild, das Kamerabild vom Smartphone lässt sich einfach als externe Quelle einspeisen, ohne irgendeine Zusatzsoftware. Also mit dem Adapterkabel von Micro-USB auf HDMI oder wie auch immer. Ja, in Zoom ist es überhaupt kein Adapter notwendig, weil ich in Zoom dann sozusagen eine zweite Zoom-Instanz aufmache. Also einfach als Freigabe, oder wie? Das die Kamera. Nee, überhaupt nicht als Freigabe, als wenn es einem Teilnehmer gehören würde. Nur, dass nicht jemand anderes davor sitzt, sondern tatsächlich ist es meine zweite Kamera. Okay, es ist einfach ein weiterer Teilnehmer sozusagen. Genau. Alles klar, danke. Dann kann ich das frei steuern und damit kann man auch schön viel machen, finde ich. So, genau. Ich zeige das auch gerne mal. Und das scheint ja auch nochmal so ein Punkt zu sein. Ich mache mich jetzt hier gerade mal zum Diskussionsteilnehmer und erlaube mir auch mal den Freigabe. Also ich bin jetzt hier in dem Webinar nochmal über mein iPhone mit drin und sehe mich jetzt hier auch reden und kann jetzt auch ganz normal, wie ich unter Zoom den Bildschirm freigeben kann, auch über die App den Bildschirm freigeben. So, und gehe jetzt hier einfach in das Kameramodul rein. So, das dreht jetzt noch nicht. Sollte eigentlich drehen. Naja, machen wir hochkant, ist ja eh sehr gefragt. Genau, richtig. So, und dann kann ich im Prinzip auch hier als Außenreporter dann auch tätig sein und Video mit übertragen. Gut, jetzt haben wir hier noch was. Die Smartphone-Kameras hatten wir. Nochmal zu Video einbinden mit Greenscreen. Kannst du nochmal sagen, wie du das machst? Ja, kann ich sagen. So, Stefan, ich mache dich mal kurz hier beiseite. Wenn du Fragen hast, kommst du einfach gerne nochmal dazu. Zoom an und für sich bietet ja die Funktion des virtuellen Hintergrundes. Das heißt, hinter mir ist jetzt, vielleicht Michael, kannst du das bei dir ja auch nochmal zeigen, weil wir haben jetzt nämlich gerade die beiden Möglichkeiten. Der Michael nimmt den normalen virtuellen Hintergrund, der gerade über die Software gesteuert wird, und ich habe beim Zoom den Haken bei Greenscreen-Technik verwenden aktiviert. Das heißt, Zoom verwendet dann das sogenannte Chroma-Key-Verfahren und rechnet dann hier die Informationen mit raus. Und der Unterschied ist einfach, dass Greenscreen-Technik wesentlich genauer ist. Das heißt, wenn ich die Greenscreen-Technik deaktiviere und den Hintergrund nehme und hier die Hand bewege, dann sieht man so Schlieren und zwischendrin, ist das bei Michael ja auch, dass ein Teil vom Kopf plötzlich weg ist. Oder wenn der Raum. Ja, genau, Schwimmhäute. Oder wenn der Raum auch schlecht beleuchtet oder nicht richtig ausgeleuchtet ist, man unregelmäßige Hintergründe hat, jetzt ist das Hälfte von meinem Gesicht auch weg. Ja, wenn ich jetzt die Greenscreen-Technik aktiviere, klicke,
dann it's magic. Funktioniert. Genau. Und das merke ich immer wieder auch in Fortbildung, dass Menschen beispielsweise, die wie ich jetzt keinen Greenscreen haben, also man sieht hier Teile meines Wohnzimmers hinter mir, ohne Greenscreen in dem Augenblick, wo ich einen virtuellen Hintergrund benutze, ja, und schalte dann aber Greenscreen-Technik ein, obwohl ich keinen Greenscreen habe, dann erscheint es richtig. Und dann fragen die Leute, was muss ich machen? Ja, das sieht bei mir so komisch aus, das sieht ja ein bisschen abgedreht aus. Ja, und dann sage ich, guckt erstmal, ob der Haken bei Greenscreen-Technik da ist, weil wenn ihr keinen Greenscreen im Hintergrund habt, nehmt den Haken raus. Und dann ist es tatsächlich auch rechnerabhängig, inwieweit der Rechner in der Lage ist, das alles zu berechnen. Wir merken, dass je schwächer der Rechner, desto schlechter die Berechnung. So, jetzt haben wir von der Andrea Kaiser noch den Hinweis. Für Android gibt es die Software Droid Cam X. Damit erscheint meine Smartphone-Kamera in der Quellenauswahl bei Zoom am Rechner. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Super. Ja. Prima. Dann würde ich sagen, wir sind mit den Fragen, ja, jetzt sage ich, wir sind mit den Fragen durch, da kommt doch eine, genau. Es gibt noch die analoge Möglichkeit eines Roll-Up hinter dem Stuhl, genau. Also im Prinzip, man braucht auch jetzt nicht irgendwie ein professionelles Greenscreen-Setting. Ich habe jetzt hier hinter mir auch nur eine grüne Wand oder ein grünes Tuch. Das ist ja auch nur ein Tuch. Wenn ich jetzt mal auf die Beine. Das grünes Tuch. Ein beschattetes, faltiges, ungebügeltes Tuch. Genau. So, wenn ich jetzt hier mal schaue, das ist an zwei Ständern einfach dran. Und ja, es ist jetzt auch nicht 100% perfekt ausgeleuchtet, wie es in Filmstudios ist. Aber das reicht für Zoom. Und von daher, dieses Tuch, das ist nicht besonders teuer gewesen. Diese Metallkonstruktion auch nicht. Da kann man eigentlich mit wenig Aufwand sich dann auch so ein Setting bauen. Und wenn man sieht, hier sieht man nicht, dass das Tuch ungebügelt und faltig ist. In Ordnung. Ich danke erstmal für die rege Diskussion. Wie gesagt, es wird die Aufzeichnung geben bei uns im Blog unter erwachsenenbildung-ekhn.blog, wahrscheinlich ab morgen schon. Und Michael und ich laden ansonsten auch ein. Wir haben nächste Woche Freitag um 10 Uhr unseren Gedankenflimmern Live-Podcast über Thema Digitalisierung in Bildung und Gesellschaft. Da werden immer aktuelle Themen aufgegriffen, die wir zwei diskutieren aus unserem Berufskontext auch heraus. Hast du dazu und schon vor nächste Woche Donnerstag, schon vor, einen Tag vorher, haben wir von 9.30 Uhr ab schon eine Zoom-Sprechstunde. Also für Menschen, die spezielle Beratung haben wollen in der Anwendung von Zoom. Ich habe jetzt auch gelesen, es gab immer wieder Menschen, die gesagt haben, mir fehlen noch so ein paar Grundlagen zu Zoom. Also wenn man Lust hat und Zeit hat, dann kommt man einfach mal vorbei. Genau, und hier die Zugangsdaten, die sind auch alle hier zu finden. Ja, da gibt es einen Button mit Webinare und Webinarangebote. Die Zoom-Sprechstunde wird dort nicht ganz korrekt als Webinar gelistet, aber da kann man einfach beitreten, da ist dann ein Button und dann nächste Woche Donnerstag einfach draufklicken, dann kommt ihr in die passende Videokonferenz rein zu uns. Okay, super. Da kann man auch mal probieren. Wunderbar. An der Stelle kriegt ihr alle nach, wie gesagt, die Ankündigung, es gibt noch eine Follow-up-E-Mail, eine Bitte um Feedback. Ansonsten wollen wir es jetzt gar nicht mehr so wesentlich in die Länge ziehen. Wir haben jetzt 3:30. Ich bedanke mich für die aktuellen oder für die ganzen Hinweise und für Nachfragen und um jetzt auf die allerletzte Frage von Cindy einzugehen, nein, die Sprechstunden werden nicht aufgezeichnet, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und falls ihr morgen vielleicht nicht mehr ganz so viel vorhabt, ein schönes Pfingstwochenende und ansonsten bis zum nächsten Mal, macht's gut, bis bald, tschüss.